Trump wird Präsident, die Weltmacht USA mischt die Karten neu. Ja, das wird teuer für uns. Was wird sich noch alles ändern? Und hat die Ampelkoalition in Berlin, die sich gerade jetzt den ganzen Tag schon zu Krisengesprächen trifft, überhaupt noch die Kraft, sich auf diese neue Weltlage für Deutschland richtig einzustellen? Das besprechen wir jetzt. Ich freue mich hier auf die Runde und einer unserer Gäste, George Weinberg, Bekannter von Donald Trump. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind natürlich auch Parteifreund und Vorsitzender der Republicans Overseas. Was mich interessieren würde, Sie waren ja schon ins Weiße Haus zu Weihnachtsfeiern von Trump damals eingeladen. Haben Sie ihm schon gratuliert? Ich habe ihm noch nicht gratuliert. Ich nehme an, dass er ziemlich viel zu tun hat im Moment. Aber ich habe gesprochen mit Richard Grenell, mein guter Freund. Der war damals während der Präsidentschaft von Trump der amerikanische Botschafter in Deutschland. Und mit dem habe ich regen Kontakt. Ich fliege selbst jetzt am 11. nach Palm Beach, also nach Miami, und dann bin ich in Palm Beach und wir haben eine große Veranstaltung. Da treffen Sie Trump? Ja, ja, am 14., vom 14. bis 17. gibt es eine große CPAC-Veranstaltung in Mar-a-Lago und da hoffe ich, dass ich ihn und die Melania sehen werde. Ja, dann begrüße ich auch Frau Bartley-Große-Richter, US-Amerikanerin. Sie sind Gründerin von Munich Dialogues on Democracy. Ja, wie fühlen Sie sich dabei? Nochmal 4 Jahre Trump? Ich glaube, die Kollegin... Ich bin so. Ja, ich habe... Natürlich. Wie fühlen Sie sich dabei? 4 Jahre Trump? Ach, Geschäft. Schwierig. Geschäft? Wir haben... Also die Emotionen sind noch sehr stark, weil ich habe sehr viel Hoffnung auf Frau Harris gehabt. Und die 4 Jahre Trump waren schon für mich schwierig, für meine Werte und so. Und jetzt, wo noch mal 4 Jahre die Energie zusammenzuraffen, noch mal 4 Jahre dagegen zu arbeiten, muss man. Aber ich bin noch am Verdauen. Noch am Verdauen, ja. Viele sind am Verdauen. Wie geht's weiter mit Deutschland auch? Was bedeutet das für uns? Und da begrüße ich hier in der Runde auch Stefan Bierling, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg. Schönen guten Abend. Benedikt Franke, CEO der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo. Und jetzt Katja Kloger, ehemalige USA-Korrespondentin des Stern. Herr Bierling, beim Wahlkampfauftritt hat Trump sich vor wenigen Tagen auch zum Verhältnis zu Deutschland ausgelassen. Und er hat gesagt, mich haben Sie nicht geliebt und ich habe dort doch Wurzeln. Ja, und außerdem hat er gesagt, Deutschland hat uns schon unter Obama wirtschaftlich über den Tisch gezogen. Hat uns Donald Trump Deutschland jetzt auf den Kicker? Er hat uns auf dem Kicker und zum Teil berechtigterweise, weil wir natürlich über die letzten 20 Jahre unsere Versprechen, die wir der NATO gegeben haben, etwa 2%-Ziel, Verteidigungsfähigkeit herzustellen, nicht wirklich gehalten haben. Und das geht bis heute so weiter. Insofern sehe ich da keine große Hoffnung, dass Trump uns vom Kicker wegnehmen wird. Okay, über Verteidigungsfähigkeit reden wir noch, aber reden wir noch über das persönliche Verhältnis Trump, Frau Kloger. Muss man sich da Sorgen machen, weil Trump sich, wie gehört, vielleicht nicht geliebt für uns fühlt? Wir erinnern uns ja noch mal an die Szene Merkel und Trump. Trump sagt, ich habe ja deutsches Blut und Merkel kann das Lachen nicht mehr unterdrücken. Ist da viel schon in die Brüche gegangen, Deutschland und Trump? Über das persönliche Verhältnis zwischen Trump und Merkel ist ja viel spekuliert worden. Ich glaube, Merkel, die Bundeskanzlerin, hat versucht, Trump so zu nehmen, wie er ist, auch mit ihrer strategischen Geduld, die sie dann am Verhandlungstisch immer gezeigt hat. Darüber hinaus, glaube ich, werden wir uns mindestens in den kommenden 4 Jahren noch einmal ganz anders an den Gedanken gewöhnen müssen, dass da jemand im Weißen Haus sitzt, der Politik als persönliche Angelegenheit auffasst, als persönliche Entscheidungen, von denen wir nicht wissen, wie sehr sie strategisch durchdacht sind oder eben nicht durchdacht sind. Wie Ihr Freund Richard Grenell es neulich sagte, das Einzige, was wir bei Trump vorhersagen können, ist seine Unberechenbarkeit. Jetzt fragen wir Sie, Sie sind vielleicht der
engste und beste Trump-Experte. Vor ein paar Tagen, Anfang November, hat er gesagt, die Deutschen denken, wir sind dumme Menschen. Was denkt Trump über Deutschland? Also ich habe diese Frage mit ihm auch gar nicht diskutiert. Aber man darf sich nicht auf, sage ich mal, bestimmte Slogans oder solche Aussagen fokussieren. Und ich glaube, wenn der Trump, und da gab es jetzt vor kurzem ein sehr gutes Interview von Reichelt mit Grenell. Und Grenell eigentlich liebt Deutschland, er war 4 Jahre in Deutschland. Man hat ihn also nicht besonders freundlich in Deutschland behandelt. Mhm. Die Frau Wagenknecht wollte ihn sogar ausweisen aus Deutschland. Aber er vertritt nun einmal die Politik des Präsidenten, hat er immer die vertreten. Und er ist ein sehr emotionaler Mensch. Sein Großvater kommt aus Deutschland und er hat schon eine positive Association zu Deutschland. Ich glaube, dass die Merkel, und wir brauchen über die Vergangenheit, glaube ich, nicht zu diskutieren, das nutzt uns nicht, aber einer der Fehler von Merkel war, dass sie sich, ich sag's mal so, mit ihm angelegt hat. Im Gegensatz, der Trump hat immer einen Draht zu der Merkel gesucht. Beispiel, er hat die Ivanka geschickt, um mit Merkel in bestimmten Bereichen zu verhandeln, nach dem Motto Frau zu Frau, vielleicht können die da besser etwas Positives erreichen. Mhm. Also ich kann nur warnen, hier Ängste zu schüren. In Deutschland hat man die letzten 4 Jahre immer sehr starke Ängste gegenüber Trump geschürt und das bringt nichts. Benedikt Franke, ich würde gerne nachfragen. Jetzt hat Trump seine Frau nach Deutschland mal geschickt, um auf so ein Verhältnis auch aufzubauen. Tochter. Diese persönlichen Beziehungen sind ja sehr wichtig. Aber wir haben jetzt noch nicht gehört, dass Scholz jemand da in die engste Umgebung, vielleicht aus seiner Familie, geschickt hat. Ist Deutschland wirklich, was die Drähte zu Trump betrifft, bislang schlecht aufgestellt? Hat man sich da nicht gut genug vorbereitet? Also ich glaube, dass es stimmt, dass wir nicht optimal aufgestellt sind. Ich glaube aber auch, dass es stimmt, dass wir besser aufgestellt sind, als wir das vor 4 Jahren waren. Ich erinnere mich, dass, ich erinnere mich, wie wir angerufen wurden aus der Bundesregierung und um Kontakte gebeten wurden, weil die Münchner Sicherheitskonferenz ja seit 60 Jahren mit beiden Seiten spricht und deswegen gute Kontakte hat. Das hat es diesmal nicht gebraucht. Der Chef des Bundeskanzleramts ist regelmäßig in den USA unterwegs gewesen, einer der engsten Vertrauten vom Bundeskanzler Scholz, und hat auch intensiv mit der republikanischen Seite gesprochen. Von daher glaube ich, die Kontakte sind da, aber natürlich ist in den USA Politik ein viel emotionaleres, ein viel persönlicheres Geschäft als bei uns. Und es ist ja der Bundeskanzler auch nicht verschrien als ein sehr emotionaler Politiker. Passt nicht so von der Wellenlänge. Ich glaube, da wird man eine Übersetzung finden müssen. Mhm. Von Scholz zu Trumpisch. Frau Großrichter, ich würde mich interessieren, brauchen wir jetzt so eine Schamoffensive oder verbietet sich das, weil das Verhältnis ja ein bisschen angespannt ist? Eine Schamoffensive mit Trump? Ja. Eventuell. Der ist eine sehr give and take, also wie heißt das Wort auf Deutsch? Also da ist es dann sehr geben und nehmen. Geben und nehmen, aber geschäftsmäßig oder? Geschäftsmäßig, genau. Also natürlich, das kann nicht schaden, weil so agiert er. Der trifft Entscheidungen als Gegenzug zu was für ihn gemacht wurde teilweise. Mhm. Ja, und jetzt gehen wir mal in die USA und zwar zu Ralf Borchert, unseren Korrespondenten dort in Washington, der natürlich alles mitverfolgt hat. Ralf, hat sich denn Amerika heute durch diese Wahl als Gesellschaft noch mehr gespalten als bisher? Naja, Donald Trump ist ein Politiker, der bewusst polarisiert hat, auch in diesem Wahlkampf, mit vielen, vielen Äußerungen und, man muss es sagen, aggressiven und extremen Positionen. Und dieses Wahlergebnis, das deutlicher ausgefallen ist, als es die meisten erwartet haben, gibt ihm ein Mandat, ein sehr klares Mandat, die Politik, die er angekündigt hat, umzusetzen, durchzusetzen. Die Menge derer, die zu ihm gewandert sind, auch neu, junge Wähler, junge neue Männer, Erstwähler, auch ältere Frauen, auch Latinos in großer Zahl, Amerikaner mit lateinamerikanischer Herkunft,
müssen nun dazugezählt werden zu der grob Hälfte der amerikanischen Gesellschaft, die auf seiner Seite steht. Ja, es ist schon mein Eindruck, dass die Spaltung noch mal ein Stück tiefer geworden ist. Ich habe immer auch Menschen getroffen auf meinen Reisen durch das Land, die gesagt haben, wir müssen weiter Brücken bauen, zusammenarbeiten alle. Aber es gibt noch mehr Menschen, das ist mein Eindruck, die auch Angst haben vor der Zukunft jetzt, die Angst haben davor, zurückgedrängt zu werden und die es so empfinden, dass das einander die Hand reichen, miteinander reden, sich wirklich verständigen. Die Spaltung geht oft mitten durch Familien, durch Freundeskreise, die das immer schwieriger finden, auch mit diesem Wahlergebnis. Ja. Hat Trump jetzt eigentlich eine ungeheure Machtfülle, wenn wir auf Repräsentantenhaus und Senat blicken? Das ist ja auch mit einer großen Mehrheit ausgestattet. Jedenfalls wissen wir es schon vom Senat. Ganz, ganz wichtig, ja. Der Senat ist bei den Republikanern, den haben sie erobert, das steht fest. Und der Senat ist die Kongresskammer, die gerade außenpolitisch auch sehr wichtig ist. Repräsentantenhaus ist noch offen, aber nach dem jetzigen Auszählungsstand sind da die Chancen der Republikaner, auch diese Kongresskammer zu gewinnen, ziemlich gut. Und wenn das gelingt, dann kann Trump zumindest bis zu den Midterms, zu den nächsten Zwischenwahlen in 2 Jahren, durchregieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Schaffen es die Demokraten doch noch wenigstens das Repräsentantenhaus zu halten, dann wäre das aus ihrer Sicht sozusagen ein letztes Mittel im Sinne der Checks and Balances, also der Gewichte und Gegengewichte, eine gewisse Kontrolle ausüben zu können. Aber es kann gut sein, dass ein Durchregieren mit einer kompletten Mehrheit auch in beiden Kongresskammern für Trump möglich ist, ja? Jetzt hat Trump 2020 gesagt, wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, dann hat er die totale Autorität. Ist die USA auf dem Weg in eine Diktatur? Also ich bin mit den Begriffen Diktatur und auch dem Vorwurf des Faschismus gegenüber Trump, der geäußert wurde, sehr vorsichtig, gerade angesichts der deutschen Geschichte. Aber wenn Menschen, die mit Trump eng zusammengearbeitet haben, wie Mark Milley, sein Generalstabschef, der oberste Militär, gegen Ende seiner ersten Amtszeit sagt, Trump sei durch und durch, bis auf die Knochen Faschist, das ist ein Milley-Zitat, dann muss man das zumindest als Warnung ernst nehmen. Und wenn man zum Beispiel darauf schaut, Viktor Orban, den alle Europäer doch auch in seiner Art zu regieren inzwischen recht gut einschätzen können, er war im Sommer letzten Jahres beim Parteitag der Republikaner. Ich habe mir das angehört, wie er ihnen Schritt für Schritt die Rezepte erklärt hat, wie man zu einer illiberalen Demokratie kommt, wie man die Medien gleichschaltet und viele Schritte mehr. Und wenn man das Project 2025 offiziell von Trump zurückgewiesen im Wahlkampf, viele Experten sagen, er wird genau das tun, was die Heritage Foundation, andere Thinktanks hier in Washington erarbeitet haben, rund 900 Seiten Regierungsprogramm. Da gibt es viele, viele Maßnahmen, die zu mehr Autoritarismus zumindest tendieren. Und ich denke, wir haben aus der ersten Amtszeit von Trump gelernt, man muss das, was er ankündigt, ernst nehmen. Also zu sagen, ach, wird alles schon nicht so schlimm kommen. Der übertreibt manchmal ein bisschen in seinen Formulierungen. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, gerade wenn es jetzt darum geht, sich vorzubereiten aus deutscher und europäischer Sicht, was da alles kommen kann. Mhm. Vielen Dank, Ralf, für diese Analyse. Herr Bierling, ja, wie müssen wir mit Trump umgehen, wenn man ihn so ernst nehmen muss? Erstens glaube ich, dass diese persönliche Schiene überschätzt wird. In der internationalen Politik geht es um Interessen und im letzten Handeln der Amerikaner auch unter Trump Interessen geleitet. Das heißt, wir müssen den Amerikanern, wenn wir sie an uns binden wollen, etwas bieten. Und das haben wir in den letzten Jahren wirklich versäumt. Die Amerikaner wollen von uns Unterstützung bei ihren wichtigsten Projekten. Sie wollen Unterstützung gerade bei der Lastenteilung innerhalb der NATO. Und da haben die letzten Regierungen bei uns grandios versagt. Das heißt, hier haben wir nicht viel auf den Tisch zu legen. Was wir Trump anbieten können, ist natürlich nicht unbedingt, wie soll man sagen, militärische Stärke. Das ist ausgeschlossen. Aber wir können ihm anbieten, wenn er dafür irgendeinen Sinn hätte, das größte Gut, das Amerika gegenüber den Rivalen hat, nämlich China und Russland, nämlich eine große Allianz von 50, 60 Staaten auf dem Planeten, die mit Amerika engste Sicherheitsvereinbarungen haben. Das hat weder Moskau, das hat weder Peking. Wenn Trump das erkennen würde,
aber ich weiß nicht, ob er intelligent dafür genug ist. Dann würde er verstehen, dass die NATO nicht nur sozusagen ein Bittsteller für die Amerikaner ist und ein Free Rider, also der Trittbrett fährt auf amerikanischen Kosten, das tun sie zum Teil, sondern dass wir auch einiges zu bieten haben. Und was wir Deutsche vor allem auf den Tisch zu legen haben, ist auch unsere Lage. Grafenwöhr, hier ist die größte Basis außerhalb der USA. Hier ist amerikanisches Militär stationiert. In Kaiserslautern ist die größte amerikanische Basis für Soldaten, die im Krieg verletzt wurden, größte Militärkrankenhaus. Das sind also materielle Dinge, an denen auch ein Trump interessiert sein müsste. Das müssen wir viel deutlicher nach vorne heben als irgendwelche persönlichen Geschichten, ob jetzt Frau Scholz dorthin fahren würde oder jemand anders. Das, glaube ich, ist nicht wirklich die Sache, auf die wir blicken sollten. Okay, aber wird jetzt die Schutzmacht, das war ja auch gerade meine letzte Frage an den Korrespondenten, die Schutzmacht von Deutschland bald keine lupenreine Demokratie mehr sein? Oder ist es das jetzt schon nicht mehr? Ich glaube, wir können das, was in den Vereinigten Staaten passiert ist und passiert, gar nicht überschätzen. Wir stehen wirklich so am Beginn einer neuen Epoche. Ich weiß, das sind Worte, mit denen man vorsichtig sein sollte. Aber ich glaube, das ist das, was sich wirklich abzeichnet. Der Triumph Donald Trumps über viele Wählergruppen hinweg, von denen wir bislang dachten, dass sie eben niemals Trump wählen würden, aus vielerlei Gründen, sondern dieser Triumph zeigt uns ein Amerika, das ganz anders ist als in unseren optimistischen Vorstellungen. Ein Amerika, das America First nun betreiben wird, in Person ihres gewählten Präsidenten. Und das bedeutet eine größere und schnellere Schritte hin zu einem autoritären Nationalismus, in dem dieses Amerika einen Platz findet in einer neuen Weltordnung. Auch so ein Wort, viel strapaziert, aber es ist ja genau das, was sich abzeichnet. Einer neuen Weltordnung, in der es nicht mehr um regelbasiertes Handeln geht, sondern darum, wer am Ende der bessere Spieler oder der Stärkere ist. Sie haben den Kopf geschüttelt. Ja, ich bin entsetzt, was Sie hier gerade gesagt haben. Das hoffe ich. Weil er hat mit einer immensen demokratischen Authorization jetzt die Wahlen gewonnen. Und wenn Sie sagen, das war jetzt nicht demokratisch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist jetzt die Richtung im Faschismus wieder. Auch das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben suggeriert. Eine demokratische Wahl, in der Donald Trump viele Wählergruppen gewonnen hat. Ja, gut, über alle sozialen und ökonomischen Unterschiede hinweg. Ein Triumph. Das kann ich Ihnen auch erklären, warum das passiert ist, wenn Sie mir das gestatten. Das war ein Schlag ins Gesicht des Establishments in Amerika. Das heißt, das ist die Arroganz der Journalisten in Amerika, der linken Journalisten, der Intellektuellen auf den Hochschulen, das ist Hollywood, das sind alles diese Menschen, die denken, die sind was Besseres und man muss denen folgen, ansonsten ist man einfach verblödet und hat im Grunde keine Visionen. Und das war jetzt der Aufstand der normalen Menschen, wenn ich so sagen darf, die morgens um früh stehen auf und arbeiten den ganzen Tag. Und die haben einfach, ich sag's mal so salopp, die Nase voll von dieser pseudo-grünen intellektuellen Bevormundung. Und das muss man erkennen. Und bitte keine Konfrontationen mit Demokratieabschaffung und solchen Geschichten. Trump war 4 Jahre Herr Präsident, da ist keine Demokratie in keinem Land. Also reagieren Sie. Das würde ich gerade sagen. Also da bin ich auch. Ich würde auch gerne. Weil Ihre Analyse ist sehr vernünftig und da könnten wir viel draus ziehen. Aber Trump hat das Kapitol stürmen lassen. Ach. Das ist das größte Verbrechen an einer Demokratie. Er hat 3-mal angekündigt, bei 3 Wahlen, die Wahlniederlage nicht zu akzeptieren.
wenn er verliere, sei es gelogen und betrogen. Und das ist das größte Verbrechen, das ist die größte Sünde an der Demokratie, eine Niederlage nicht anzuerkennen. Das ist das heiligste Prinzip also, einer Demokratie. Also jetzt kommen wir zum Kapitol. Lassen Sie mich aussprechen. Das ist eine Unwahrheit. Das ist ein Narrativ. Sie sagen, er hat den Kapitol stürmen lassen. Das hat er nicht. Er hat klar und deutlich gesagt, peaceful and patriotic. Das haben Sie später gezwungen, genau, zu tweeten. Nein, das hat er gesagt. Er hat sich von seinem Fahrer zum Kapitol fahren lassen wollen und nur sein Sicherheitschef hat gesagt. Das ist doch widerlegt worden. Nein, das ist doch nicht widerlegt worden. Sie reden von Sachen, die schon längst als Fake News kommen. Nein, das ist nicht Fake News. Der Trump-Kappel war gar nicht im Auto. Der Fahrer hat gesagt, er war gar nicht im Auto. Worüber reden Sie denn? Kommen Sie, Richter, bitte. Nee, ich wollte auch sagen, Entschuldigung, also das war ja, also sie hat nicht gesagt, dass die Wähler, Trump hat eindeutig einen autoritären Tick. Das wissen wir, der hat schon gesagt, der freut sich. Das wissen wir nicht, das behaupten Sie. Er sagt, er ist froh, dass die Supreme Court ihn jetzt freie Hand gegeben hat. Man muss, wenn er sagt, was er tun wird, dann soll man ihn beim Wort nehmen. Das heißt, Sie meinen, dass Supreme Court die neuen Richter dann auf ihn hören und there's machen das, was er will. There's presidential immunity now. Was? Bitte? There's presidential immunity now. Das existiert. Ja, das heißt, als Präsident kann agieren, wenn er nach der Arbeit verurteilt werden kann, weil irgendwelche Terroristen bis heute war es no man is above the law. Das geht doch nicht. Bis heute hieß es no man is above the law, bis Trump. Und jetzt Trump sagt, nein, I'm above the law. Ich was? I'm above the law, sagt er. Bis jetzt hieß es, no man is above the law in Amerika. Aber nach dieser neuen Supreme Court-Entscheidung, Einer Waschzettel hat das Oberste Gericht nicht gemacht. Die haben nur gesagt, für bestimmte Aktivitäten während der Präsidentschaft hat er Immunität. Das war's. Aber das muss man genau untersuchen, was er gemacht hat. Falls es seine Kompetenzen überschritten hat, dann kann man ihn auch gerichtlich, den Präsidenten, Ex-Präsidenten, belangen. Übrigens, das gilt auch natürlich für den demokratischen Präsidenten. Natürlich. Der Unterschied ist, dass er es nicht machen würde. Es heißt ja immer, sagen, diese Wahl jetzt solle ein Weckruf sein für die Länder in Europa. Ökonomisch, sozial, politisch und eben auch kulturell. Ich glaube, es muss sehr viel mehr sein als ein Weckruf, denn eigentlich müssten die Alarmglocken über Stunden schrillen und schallen. Dass nämlich das, was sich in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren entwickelt hat, die Sorgen und Nöte der Menschen, die Sie zu Recht angesprochen haben, ihr Misstrauen, ihr wachsendes Misstrauen, ihre Wut auch gegen all das, was sich Establishment nennt und was von Trump, dem Vertreter genau jenes Establishments, als solches bezeichnet wird, dass etablierte Parteien und Strukturen auf diese Sorgen und Nöte und Probleme offensichtlich nicht gut genug gehört haben, nicht gut genug hingesehen haben. Und das muss auch für uns oder sollte auch für uns, auch in unserem Land, in Deutschland, in Europa, zum Nachdenken anregen. Also das kann ich unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube auch, also wenn wir über die Establishment und dass diese ganzen Leute, die Trump gewählt haben, sind gegen die Uni-Professoren und so weiter. Ehrlich, meine Familie in Wyoming oder in Arizona, die Trump gewählt haben, sind sauer, weil ein Kaffee $6 kostet. Mm. Und es war ganz platt. Oh, ja. Sehr platt. Es war nicht ein Problem mit einem Harvard-Professor oder da würde ich sagen, oder die Latinos, die gewählt haben. Es war nicht, weil die sauer sind, weil die das Gefühl haben, dass wir herabschauen. Das gibt es natürlich, aber nicht in der Ausmaß. Ich glaube, im Ausmaß ist, also die Leute haben tatsächlich einfach, ein $6 Kaffee war denen zu teuer. Ja. Wir haben auch eine ganz neue Entwicklung, gerade in Berlin. Deswegen unterbrechen wir jetzt dieses Thema und gehen zu Barbara Kostolnik, unserer Korrespondentin in Berlin. Es gibt Meldungen aus den letzten Minuten. Die erste Meldung war, dass Christian Lindner, FDP, dem Kanzler im Koalitionsausschuss Neuwahlen vorgeschlagen hat.
Und jetzt kommt's, es gibt eine Meldung der Welt, die sagt, der Bundeskanzler habe seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen. Barbara, kannst du das bestätigen und was würde es bedeuten? Wir haben das auch gehört und um 8:45, also jetzt dann sehr bald, ist auch ein Statement des Bundeskanzlers angesagt worden im Kanzleramt. Dann werden wir es vermutlich auch von Olaf Scholz persönlich hören, dass er dem Bundespräsidenten vorschlagen wird, die FDP-Minister zu entlassen, weil das ist natürlich das Prozedere. Kann es sein, dass wir jetzt vor Neuwahlen stehen, tatsächlich bei dieser Entwicklung? Das ist ja eine Katastrophe, eine zerbröckelte Ampelkoalition. Wer einen Koalitionspartner entlässt, hat im Grunde damit die Ampelkoalition beendet. Vielleicht wurde sie aber auch schon von Christian Lindner davor mit seiner Forderung und auch seinem Wirtschaftspapier aus den vergangenen Tagen beendet. Wie würdest du es sehen? Ja, also die Ampelkoalition lag buchstäblich in den letzten Tagen in ihren letzten Zuckungen. Das ist jetzt heute das Ende der Ampelkoalition. Ob wir Neuwahlen haben, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Christian Lindner soll dem Vernehmen nach das dem Bundeskanzler angeboten haben und der Bundeskanzler hat das dem Vernehmen nach, es ist alles ein bisschen sehr hektisch gerade in Berlin, aber hat das offenbar abgelehnt. Also Olaf Scholz möchte, wenn das so war, dann mit einer Minderheitsregierung weitermachen, was natürlich angesichts der Situation, Haushalt haben wir nicht, wir haben jetzt einen Präsidenten Trump ante portas, auch eine, ich will jetzt nicht sagen Kamikaze-Aktion, ist aber doch eine sehr gewagte Situation. Und wir wissen auch gar nicht, ob die Grünen damit gehen, weil eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen bräuchte natürlich auch wechselnde Mehrheiten jetzt im Bundestag, um Gesetze beschließen zu können. Und ich bin mir nicht sicher, dass Olaf Scholz das sehr lange durchhält. Und wie gesagt, ich bin mir auch noch weniger sicher, dass die Grünen da mitgehen. Also das ist jetzt eine Situation. Wir werden gleich Olaf Scholz dazu hören, was er sich dabei gedacht hat. Aber eine sehr verfahrene Situation in einer für Deutschland doch sehr, sehr schwierigen Lage. Ja, vielleicht können wir auch, Barbara Kristolnik, erstmal danke bis hierhin, dann das Statement von Scholz einspielen, je nachdem, wann es vorliegt. Wir würden dann hier in der Runde weitermachen, Herr Bierling. Wir gehen jetzt tatsächlich nach Deutschland erstmal. Wie würden Sie es analysieren? Ist das eine Koalition, die jetzt in dieser Weise so offenbar nicht mehr weiter besteht? Eine Minderheitsregierung, wir haben es gerade gesehen oder diskutiert, Trump erfordert eigentlich eine starke, geschlossene Regierung in Deutschland. Wie sehen Sie die Perspektive einer Minderheitsregierung? Nun, die Regierung war ja schon lange geschwächt und nicht mehr handlungsfähig. Minderheitsregierung ist sozusagen möglich, weil das deutsche Grundgesetz es sehr schwierig macht, das Parlament aufzulösen. Das geht eigentlich nur über die Vertrauensfrage, die der Kanzler stellt und die dann mehrheitlich vom Parlament abgelehnt wird. Oder durch die Wahl eines neuen Kanzlers. Aber da sehe ich die Mehrheiten auch noch nicht, weil Grüne und SPD auf der einen Seite und dann vielleicht FDP und Union auf der anderen Seite beide keine Mehrheiten haben, um sozusagen einen Neubeginn zu starten. Da sind die blockierenden Mehrheiten gerade der AfD sehr groß. Das heißt, wir sehen hier in Deutschland auch ein Problem, das wir in parlamentarischen Regierungssystemen haben, die immer mehr parteipolitisch zersplittern. Wir haben das in Belgien gesehen, wo ein Jahr keine Regierung gebildet werden konnte. Wir hatten es bei uns 2017, wo 6 Monate dauerte, bis wir eine Regierung bilden. Jetzt haben wir in Ostdeutschland eine gescheiterte Regierungsbildung nach der anderen. Das ist die neue Realität in unseren Systemen. Mhm. Wenn wir es ganz kurz mit den USA zusammenbringen, die Amerikaner haben andere Probleme. Die haben die parteipolitische Polarisierung, was ihr System ruiniert. Wir ruinieren es durch parteipolitische Zersplitterung. Und das macht Politik in Demokratien immer schwieriger und wir werden immer handlungsunfähiger. Und da lachen sich natürlich nur die Putins und Xi Jinpings, die Feinde der Demokratie und der Freiheit, in die Hände. Frau Kluger, wir brauchen ja auch noch einen Haushalt. Jetzt gibt es eine Minderheitsregierung. Wie will die eigentlich einen Haushalt durchbringen? Ist das nicht dann auch das automatische Ende? Wenn es eine Minderheitsregierung jetzt gibt, das wissen wir ja alles noch gar nicht so ganz genau, wie das dann funktionieren soll, ehrlich gesagt, mir ist es schleierhaft.
Mir ist es schleierhaft. Es müsste, wie kann man sich dann noch von Monat zu Monat, dann von Woche zu Woche im Zweifel hangeln, ohne diese wesentlichen, wirklich wesentlichen Entscheidungen treffen zu können, die man treffen muss für unser Land, aber natürlich auch außenpolitisch. Und die Ukraine ist ja also eines der sehr wichtigen außenpolitischen Themen dabei. Also, dass das über Monate funktionieren sollte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und man kann nur an die staatspolitische Verantwortung aller Parteien appellieren. Benedikt Franke, Sie sind vernetzt weltweit, wichtiger Diplomat. Wie wird die Reaktion sein auf das, was jetzt gerade in Deutschland passiert? Im Ausland wird man sagen, Deutschland ist ein ganz schwacher Staat geworden. Also ich glaube, es wird oszillieren zwischen blanken Sätzen, jetzt einen weiteren Herd an Instabilität zu haben und dem I told you so. Weil ein Punkt, den ich vorher schon machen wollte, ist, dass viel von dem, was gesagt wurde, wir müssen das tun, um Trump zu besänftigen, wir müssen das tun, um Trump zu gefallen, so eigentlich gar nicht richtig ist. Sie haben es vorher richtig gesagt, viel davon ist in unserem Eigeninteresse. Wir müssen unsere Verteidigung stärken für uns selbst, nicht um Trump zu gefallen. Wir müssen unsere Wirtschaft auf Vordermann bringen, nicht um gegen die USA zu bestehen, sondern für uns selbst. Und wir müssen unsere Abhängigkeiten reduzieren, nicht um Trump zu gefallen, sondern für uns selbst. Und dafür brauchen wir eine stabile politische Mehrheit. Und ich würde jetzt nicht anfangen, Parteipolitik zu kommentieren, aber die war ja in letzter Zeit nicht sichtbar. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es jetzt geht. Die Wirtschaft, sagt Herr Weinberg, in Deutschland, das Institut für deutsche Wirtschaft, dass jetzt im Grunde mit der Wahl von Trump das Worst-Case-Szenario eingetreten ist, weil die Wirtschaft vor der nächsten Krise steht. Wir reden ja auch davon, oder Trump redet davon, Zölle zu erhöhen. Und jetzt haben wir diese parallele Entwicklung mit der Regierung. Also ist das jetzt in doppelter Hinsicht für Deutschland Worst-Case, weil eigentlich will man in eine wirtschaftliche Position der Stärke wiederkommen und hätte jetzt auch Reformen machen müssen als Regierung, um aus dieser wirtschaftlichen Schwäche rauszukommen. Und dann auf der anderen Seite hat man die Entwicklung, USA sagt, Deutschland muss mehr leisten. Also ich glaube, dass diesen Schlamassel, der jetzt wirtschaftlich in Deutschland auftritt, der ist schon seit mehreren Monaten, wenn nicht Jahren. Da war nur der Trump überhaupt nicht im Amt, sondern jemand anders. Und Europa oder beziehungsweise Deutschland in diesem Fall muss die Hausaufgaben selbst machen. Da wird nicht der Trump sich einmischen können und sagen, ihr muss das in die oder andere Richtung machen. Mich irgendwo spontan erinnert das an diese alten Geschichte, wo der Nixon mal dem Kissinger gesagt hat, hör mal zu, regel das in Europa. Und der Kissinger hat gesagt, ich weiß nicht, wen ich da anrufen soll in Europa. Das ist ein europäisches Problem. Auch innerhalb Europa gibt es unterschiedliche Economies und Stärken, unterschiedliche Interessen. Einzelne Länder sind sie sich in Europa auch nicht so ganz grün. Ich erinnere an diese Aussage des ehemaligen Verteidigungsministers, der so einen ähnlichen Namen hatte wie ich, Weinberger, der mal seiner Zeit gesagt oder geteilt hat, Europa zwischen die alte Europa und die neue Europa, ja, nach der Wende. Hier wird natürlich das Lieblingswort von Donald Trump selbst erklärt, dass da Zölle heißen soll, wird natürlich nicht dabei helfen, dass Deutschland oder Europa irgendwie seine Hausaufgaben gut erfüllt. Jedenfalls steht ja die Forderung oder die Drohung, die Mahnung, wie immer Sie das nennen mögen, die steht ja ganz klar im Raum. Irgendwie Einfuhrzölle auf alle Waren. Deutschland, wie wir wissen, ist in hohem Maße abhängig vom Güterexport in die Vereinigten Staaten. Unser größter Handelspartner, was Güterexporte betrifft, sind die Vereinigten Staaten. Doppelt so viel, wie nach China geht. Also die Verhängung von Zöllen wäre mit schwersten, sagen, wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und Europa irgendwie verbunden. Zunächst mal und würde dann später auch die Vereinigten Staaten selbst treffen. Wollte ich gerade sagen, dann also, zahlen alle dort halt die 4.000 Dollar im Jahr Steuer sozusagen. Mhm.
Also größte wirtschaftliche Verwerfungen, aber um das zu kapieren, was sich eventuell tut, dann auch mit Trump in den nächsten 4 Jahren, da muss man dann auch auf die bisherige Bilanz seiner früheren Präsidentschaft in der Außenpolitik blicken. It's all about, for me, very simple. It's America first. Schon während seiner ersten Amtszeit zwischen 2017 und 2021 galt für Trump America first. Die Interessen der USA demonstrativ in den Vordergrund stellen, das sorgte schon damals für Irritationen auf globaler Bühne. Ein zentraler Punkt? Die Beziehung zur NATO. Trump drängte die europäischen Mitglieder zu höheren Investitionen in die Verteidigung. Das führte zu Spannungen unter anderem mit Deutschland. Für Aufsehen sorgte Trump auch, als er einen Teilabzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten ankündigte. Ein Signal, das nicht zur Stärkung der Europäischen Union beitrug, war Trumps Unterstützung für den Brexit. Für viel Aufmerksamkeit sorgte das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un an der nordkoreanischen Grenze 2018. Heute steht die US-Außenpolitik unter anderem vor diesen Herausforderungen. Ukraine. Wie umgehen mit dem russischen Aggressor? Schon im Wahlkampf hat Trump angekündigt, den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages beenden zu wollen. Experten schätzen, dass er die Unterstützung für die Ukraine einstellen könnte. Krisenherd Nahe Osten. In seiner ersten Amtszeit stand Trump klar an der Seite Israels. Im Wahlkampf sprach er sich für einen Angriff Israels auf iranische Atomanlagen aus. Herr Bierling, wir sehen es, Nahost ist ein Riesenkrisenherd. Viele haben die Hoffnung, mit Trump wird sich das dort beruhigen. Glauben Sie das? Nee, was sollte sich da jetzt erstmal beruhigen? Das sind eigene Dynamiken in der Region. Mittlerweile müssen wir damit leben, dass die Spieler in unterschiedlichen Regionen so viel mächtiger geworden sind, ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht wie im Kalten Krieg irgendeine Großmacht ihnen sagen kann, was sie tun sollen. Wir sehen es ja, die Amerikaner sind nach wie vor einflussreich in der Region. Sie sind der wichtigste Partner Israels. Und trotzdem konnte Biden genauso wenig wie Trump seinen Willen immer gegenüber Israel durchsetzen. Das ist ein eigenes Spiel und da müssen wir uns auch bescheiden. Die Europäer haben überhaupt nichts zu sagen, zu melden in der Region. Die Amerikaner immer weniger. Und das sind eigentlich eigene Dynamiken am Werk. Israel wird eben auch vom Iran immer mehr in die Ecke gedrängt oder wurde in die Ecke gedrängt. Jetzt schlagen sie zurück. Das ist etwas, was von außen, glaube ich, wenig steuerbar ist. Weder Biden noch Trump würden wirklich Israel jemals fallen lassen. Bei Biden war die Distanz vielleicht eine Idee größer, aber mehr rhetorisch aus innenpolitischen Gründen. Ich glaube, dort müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass nur mit einem Wort oder mit einer Tat große Konflikte gelöst werden können, nur weil die USA es so wollen. Das zweite Beispiel in dem Film, Herr Franke, war die Ukraine. Da haben Sie ja jetzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, aber auch das ganze Jahr über mit ganz vielen gesprochen und auch Szenarien durchdekliniert. Was könnte eine Exit-Strategie sein für einen Frieden in der Ukraine? Ist das die Aufgabe von Gebieten, wenn Trump das jetzt einfordern sollte, dass für einen Frieden dann eben die Ukraine Gebiet abtreten muss und das Drohmittel dann, ich liefere keine Waffen mehr. Was ist eine realistische Entwicklung jetzt unter dieser neuen Gegebenheit, Trump wird Präsident? Also ich glaube, da gibt es 4 Punkte. Erstens, ich glaube, es ist richtig, den Präsidenten beim Wort zu nehmen. Und wir sollten ihm die Chance geben, das zu versuchen. Das darf nicht auf Kosten der Ukraine gehen und das darf nicht auf Kosten des internationalen Rechts gehen. Ein Verrat an der Ukraine wäre, die Gebiete abzugeben und das zu fordern und das zu erpressen, indem man die Unterstützung einstellt. Aber das hat er ja nie gesagt und nie gefordert. Er hat hauptsächlich gesagt, dass die Europäer mehr tun müssen. Aber wie kann man innerhalb von einem Tag, und das hat er gesagt, Frieden schaffen in der Ukraine oder war das nur so dahingesagt? Also ich glaube, es ist, wie Sie es vorher gesagt haben, ein Slogan. Er soll es versuchen. Es ist quasi unmöglich. Es gibt allerdings einen Menschen, der kann den Krieg in der Ukraine in einem Tag beenden. Genau. Und das ist Putin. Der wird einen Teufel tun, sich jetzt auf die alten Grenzen zurückzuziehen.
Er wird einen Teufel tun, am Ende als Verlierer dazustehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Unberechenbarkeit von Donald Trump, die an vielen Stellen seine schärfste Waffe ist, Strategic Ambiguity, haben wir das in der NATO immer genannt, dass er die einsetzen kann, um jetzt mal eine Bresche zu schlagen und einen Weg aufzuzeigen. Wie gesagt, am Ende sollte sich Deutschland und die Europäische Union aber in nichts zwingen lassen, was einen Verrat an der Ukraine darstellt und was einen Bruch internationalen geltenden Rechts darstellt. Sie sind auch Experte in Sachen Putin. Hätte er sich Harris lieber gewünscht als vielleicht eine schwache, mit nicht so viel Stimmen gewählte Präsidentin? Ist jetzt für Putin tatsächlich Donald Trump ein Unsicherheitsfaktor, dass er das auch gar nicht genau kalkulieren kann? Ja, jedenfalls trinkt man keinen Krim-Sekt mehr, so wie 2016, als Trump die Wahl gewonnen hatte und man in Moskau ganz beschwipst war vor strategischer Begeisterung. Das passiert nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil Wladimir Putin vielleicht gehofft hatte, er könne mit so jemandem wie Trump schnelle Deals machen. Das war mit Trump dann zum Beispiel beim Thema Nord Stream 2 doch nicht so ganz einfach. Und zweitens natürlich, weil Amerika nicht nur in der Propaganda, sondern auch in der Überzeugung und in der Ideologie, Amerika ist der große Feind. Russland hat ja auch heute Russland noch mal gesagt, sagt, wir gratulieren hier nicht, sondern das sind unsere Feinde, die Amerikaner. Genau, ist der strategische Gegner, den es auf dem Territorium der Ukraine zu besiegen gilt. Das ist ja mehr als ein Narrativ. Unabhängig davon glaube ich, dass Donald Trump den Druck sowohl auf die Ukraine als auch auf Putin versuchen wird zu erhöhen, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und dass ein Druckmittel dabei sein kann, Waffenlieferungen, militärische Unterstützung nicht zu verlängern. Das heißt, der Ukraine läuft so ein klein wenig die Zeit davon. Von dem, was wir wissen, reicht es sozusagen bis Ende März des kommenden Jahres, also so einigermaßen noch an militärischer Unterstützung. Und danach wird es kompliziert. Mhm. Und je einiger und geschlossener auch wieder erneut Deutschland und Europa in ihrer Unterstützung für die Ukraine sind, desto größer sind die Chancen, dass die Ukraine in Verhandlungen eintreten kann für einen Waffenstillstand, der für die Ukraine nicht eine totale Niederlage sein wird. Nicht eine totale Niederlage ist natürlich das Ziel der Ukrainer. Wird Trump Waffenlieferungen einstellen oder einfach nicht neue Waffen zusätzlich liefern und damit die Ukraine in den Stich lassen? Das ist eine Spekulation, dazu kann ich nichts sagen. Aber der Trump und überhaupt USA haben schon ganze Menge Mittel oder Möglichkeiten, einen immensen Einfluss zu nehmen. Das hat der Trump zum Beispiel bei Iran gemacht. Also da ging es um die Sanktionen und die Behaltung der iranischen Finanzmittel. Das hat meines Erachtens den größten Fehler, der die beiden Administrationen gemacht hat, dass er diese Mittel freigegeben hat in der Hoffnung auf ein Appeasement. Das war aber das Gegenteil. Iran hat die Wirtschaft von Iran hat sich saniert und Konsequenz war, dass diese Mittel dann in Terrorismus verwendet worden sind. Er hat Trump damals zum Beispiel. Lassen Sie mich bitte, mich zu Ende bitte sagen. Zweiter Druck, den er ausgeübt hat, war damals auf Erdogan, als dieser Priester dort im Gefängnis war. Da hat der Trump dem Erdogan gesagt, pass mal auf, ich will den Mann in 24 Stunden zurückhaben, sonst mache ich deine Wirtschaft kaputt. Also das sind schon Mittel, ohne dass man jetzt NATO dahin schickt, hatte der amerikanische Präsident, hatte die Stärke, Einfluss zu nehmen, eben auch auf Putin. Ich glaube, es ist aber meine persönliche Meinung,
dass Putin bereut, was er jetzt mittlerweile gemacht hat. Er hat gehofft, dass er innerhalb von 3 Tagen in Kiew einmarschieren kann. Und man muss auch, glaube ich, Sie sind Russland-Expertin, aber Russland ist nicht nur Putin. Also auch innerhalb von Russland gibt es Russen, auch wenn die zum Teil natürlich indoktriniert werden durch die offizielle Propaganda. Ich glaube, dass die russische Bevölkerung, die Russen, auch langsam müde von diesem Krieg werden. Sie sehen, dass er dort auch, sage ich mal, sogar im militärischen Bereich schon entweder Kriminelle aus den Gefängnissen einsetzt. Jetzt sind die 11.000 Koreaner plötzlich da aufgetaucht. Aber so ganz stark ist der Putin auch nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, wir reden ja auch über Trumps Rolle in der NATO. Und da geht es immer darum, wird der tatsächlich diesen amerikanischen Schutzschirm weiterhin über die NATO, über uns aufspannen oder nur gegen Geld? Wie sehen Sie es? Nun, Geld wird der Westen in Europa jetzt nicht an die Amerikaner bezahlen. Aber wir werden natürlich mehr tun müssen, um unsere eigene Verteidigung nach vorne zu bringen. Und genau so wie Herr Frank gesagt hat, aus Eigeninteresse, nicht um Trump einen Gefallen zu tun. Wichtig ist im Letzten wahrscheinlich die Frage, sind American Troops in Deutschland und in Europa? Wir sprechen immer viel zu viel, gilt der Artikel 5 der NATO, die Beistandspflicht. Oder können wir da an dem Punkt mal vielleicht kurz eine Masse anspielen, damit erklärt wird, was ist eigentlich der Artikel 5? Dann reden wir weiter. Wenn ein bewaffneter Angriff gegen ein oder mehrere NATO-Mitglieder stattfindet, wird er als Angriff gegen alle Mitgliedstaaten betrachtet. Das besagt der Artikel 5 des NATO-Vertrags, der den sogenannten Bündnisfall regelt. Dabei verpflichten sich alle Mitglieder, dem angegriffenen Staat Beistand zu leisten, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Jeder Staat entscheidet individuell über Art und Umfang seiner Unterstützung, die von militärischen Maßnahmen bis hin zu anderen Formen der Hilfe reichen kann, einschließlich des Einsatzes von Waffengewalt. So, Herr Bierling, individuelle Hilfe, also nicht jeder muss hier Kampfpanzer, Flugzeugträger liefern nach diesem Vertrag. Ist es so, dass man sich das dann aussuchen kann und dass Trump dann sagt, na ja gut, dann helfe ich halt nur halbherzig? Nicht wirklich. Im Letzten ist die NATO die amerikanische Sicherheitsgarantie für Europa und nichts anderes. Was da im Vertrag steht, ist schön und gut. Aber wenn man sich in einem Kriegszustand befindet, wenn man angegriffen wird und dann erst sagen muss, Artikel 5 gilt und wir fordern einen Vertragspunkt ein, dann ist sowieso schon alles schiefgegangen. Nein, ich glaube, die wirkliche Rückversicherung für die Europäer sind, was man so schön im Amerikanischen sagt, American Boots on the Ground. Amerikanische Stiefel in Europa, amerikanisches Personal, auch vor allem in den baltischen Staaten. Weil wenn Russland, das ist der Feind Nummer 1, angreifen sollte, müsste der Feind Amerikaner töten. Und damit wäre Amerika automatisch im Krieg. Ich würde also weniger geben auf diese Trump-Versicherungen, Rückversicherungen, Unwägbarkeiten, Austrittsdrohungen, was auch immer, sondern wirklich schauen, bleiben amerikanische Truppen in Europa? Solange sie in Europa sind, solange sie an der Frontlinie sind, ist es ganz egal, was im Vertrag steht. Dann gibt es den Automatismus, dass Amerika zu Hilfe kommt. Sie als Amerikanerin, würden Sie sagen, in der amerikanischen Bevölkerung gibt es ein Backing dafür, dass die amerikanischen Truppen hier in Deutschland, in Europa, in dieser Stärke weiterhin bleiben? Oder folgt man dem Narrativ von Trump, sagt, naja, die Konfliktherde haben sich ja eigentlich verlagert, wir müssen viel mehr auf China achten? Also sehr deprimierend für mich, habe ich heute gesehen, Foreign Policy war 4%. Also die Leute haben über Wirtschaft gewählt oder die denken nicht drüber nach. Also da hat eine Freundin von mir heute gesagt, es muss wahrscheinlich irgendwas innerhalb Amerika passieren, dass die Leute wirklich wahrnehmen. Weil es ist so weit weg für viele. Also in meinem Freundeskreis, der Wahlthema Nummer 1 war Ukraine. Aber das ist mein Freundeskreis. Wenn man dann nach Wyoming oder nach Colorado, Arizona geht, also ich glaube, was aber schon stimmt, wenn ich darf, ist die Tatsache, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner
Präsident Trump zugute gehalten haben und das jetzt noch mehr tun, dass er immer wieder gesagt hat, es braucht nicht überall auf der Welt amerikanische Soldaten. Und wir müssen eher, wie gesagt, America first spielen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein reelles Risiko. Denken Sie alle zurück an diese Thematik Fort Trump in Polen, dass wir während einer Trump-Präsidentschaft vielleicht eine Verlagerung, im besten Fall ist es nur eine Verlagerung von Truppen innerhalb von Europa sehen, US-Truppen, im schlimmsten Fall ist es eine deutliche Reduzierung. Wie würden Sie es einschätzen, Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Reduzierung? Also das sehe ich auch nicht so. Wobei, wenn ich das ergänzen darf, die Amerikaner interessiert natürlich Money. Das heißt, das Thema ist, was kosten uns diese Truppen hier in der ganzen Welt zu halten? Und da werden die Durchschnittsamerikaner wach und sagen, guck, wir haben so viele Probleme, Sozialprobleme, Infrastrukturprobleme und in eigenem Land. Und wieso haben wir da 800 Milliarden und noch mehr jedes Jahr für Verteidigung von Leuten, die nicht mal dankbar dafür sind, dass wir dort sind? Und das ist auch ein Punkt, das Geld, das könnte natürlich auch Trump sagen, gut, aber hat er schon gesagt, ihr Europäer das ist muss auch natürlich eine Kommunikationsversagen. Mehr dazu beitragen und auch bezahlen. Auch unter einer Präsidentin Harris, glaube ich, wären wir nicht darum herumgekommen, unsere eigenen Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung doch in einem Maße zu erhöhen, die einen bundesdeutschen Haushalt irgendwie auf eine Weise belasten würde, die wir uns kaum vorzustellen wagen. Das ist, glaube ich, ganz unabhängig jetzt davon, Trump oder nicht Trump, dass wir sagen, durch das, was im Osten Europas in der Ukraine passiert, den allumfänglichen russischen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat in Europa, dass wir gezwungen sind, nochmal ganz anders über Verteidigung und Abschreckung und Frieden nachzudenken, glaube ich, liegt auf der Hand. Und wir sind gezwungen, auch darüber nachzudenken, wie es weitergeht mit der deutschen Bundesregierung. Wir gehen jetzt nochmal zu Barbara Kostolnik. Was ist der neueste Stand? Was hört man in Berlin im Regierungsviertel? Ja, es lichten sich so ein bisschen die Wolken, die Nebelwolken hier in Berlin. Was wir hören ist, dass der Bundeskanzler den Finanzminister von der FDP entlassen möchte. Wenn er Christian Lindner entlässt, dann werden die anderen Minister, Ministerinnen der FDP sehr wahrscheinlich nicht im Amt bleiben und dann nachziehen. Wobei wir schon von Volker Wissing in den vergangenen Tagen so Signale gehört haben, dass er gerne in der Ampel geblieben wäre. Aber wie gesagt, wenn der FDP-Vorsitzende und Finanzminister entlassen wird, dann werden die anderen folgen. Und damit ist diese Ampel definitiv zerbrochen. Wir werden jetzt dann gleich den Bundeskanzler hören in ein paar Minuten. Im Anschluss daran, so 10 Minuten später, hören wir, ist auch noch ein Statement von Robert Habeck geplant, also von dem Grünen. Und natürlich werden heute Abend die ganze Zeit jetzt dann im Anschluss Fraktionssitzungen laufen von der FDP, von der SPD. Man wird besprechen, wie geht es jetzt eigentlich weiter, jetzt nachdem diese Ampel zerbrochen ist. Ja, vielen Dank. Wir werden auf alle Fälle, wenn Scholz vor die Presse geht, das live bringen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Wie würden Sie jetzt die letzte Entwicklung in Berlin charakterisieren? Das ist wirklich das Todesgewurbel einer Koalition. Das ist das Ende. Da wird nicht mehr viel passieren können. Das hat ja auch Helmut Schmidt damals so gemacht, als er Lambsdorff entließ 1980, als er so ein marktwirtschaftliches Papier vorlegte und das in seiner Partei nicht mehr wirklich mehrheitsfähig war. 1982 war es. Also wir haben ein Playbook, ein Drehbuch für das, was jetzt passiert. Und die Idee mit der Minderheitsregierung, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, das wird überhaupt nicht funktionieren. Gleichzeitig haben natürlich alle drei Ampelparteien panische Angst vor Neuwahlen, weil sie werden etwa die Hälfte fast ihrer Mandate verlieren. Und da sitzen halt viele Abgeordnete jetzt im Bundestag, die werden nicht mehr zurückkehren
wenn man die Umfragen glaubt. Da werden ihre Dienstwagen weggehen, da werden ihre schönen Büros verschwinden und so weiter und so fort. Da hängen also wahrscheinlich hunderte von Karrieren dran. Und jetzt den Schritt zu machen, zu sagen, dann lösen wir den Bundestag gleich auf, wo man noch irgendwie ein Jahr durchwursteln könnte, ist, glaube ich, auch groß. Aber aus staatspolitischem Interesse, auch aus Sauberkeit gegenüber der Demokratie und gegenüber den Wählern, denen man ja versprochen hat, irgendetwas zu bewegen, muss man im Grunde dann auf Neuwahlen gehen, sonst zerbricht das Vertrauen in diese Regierung und auch ins parlamentarische System weiter. Und die AfD würde vielleicht noch stärker, wenn eine Minderheitsregierung sich so dahin wurstelt? Genau, wenn sie sich so dahin wurstelt, jetzt schlägt dann hoffentlich die Stunde der Opposition, die große Stunde des großen Friedrich Merz und des Versprechens von Markus Söder, der gesagt hat, in München ist mein Platz. Würden Sie sagen, Friedrich Merz hat vielleicht einen guten Draht zu Donald Trump? Also ich habe mit Merz auch darüber gesprochen, zufällig bei einer Veranstaltung. Ich bedauere, dass die CDU so ein bisschen gesplittert ist. Spahn hat sehr gutes Verhältnis zu den Republikanern. Dann gibt es natürlich auch ein paar andere in der CDU, die das nicht so sehen. Aber letzten Endes sind das eine Art Schwesterparteien, die Konservativen. Und ich glaube schon, dass CDU da näher an Republikaner in Amerika steht als SPD, die ständig natürlich den Trump kritisiert hat und die Grünen sowieso. Für mich persönlich wahrscheinlich, ich bleibe jetzt in Bayern, ich fliege nicht mehr zurück nach Berlin, wenn da sowas passiert, dann habe ich, glaube ich, keine Lust, in den Flugzeug zu steigen. Jetzt muss sich Deutschland, Herr Franke, einstellen auf ein neues Amerika und muss sich Amerika jetzt auch einstellen, womöglich auf ein neues Deutschland. Ist das auch eine Chance in der bilateralen Beziehung? Es ist mit Sicherheit eine Chance. Jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Wir haben vorher über Strukturanpassungen geredet. Die braucht es in Deutschland, die braucht es in der Europäischen Union. Und dafür, wie gesagt, braucht es eine politisch stabile Mehrheit. Und die ist aktuell nicht gegeben. Das wird in den nächsten Wochen besonders schlimm werden. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass zwischen der Wahl eines amerikanischen Präsidenten und der Inauguration ja nur eine ganze Reihe an Tagen liegt. Wir werden erst wann ist das? 20. Januar, glaube ich, einen Präsident Trump im Amt haben. Das heißt, alles, was wir bis dahin aufräumen können, wie wir uns bis dahin aufstellen können, Strukturthemen, die wir zumindest ansprechen können, ist eine gute Vorbereitung auf die nächsten 4 Jahre. Vielen Dank an die Runde. Wir haben viele Themen heute gehabt, Deutschland und USA. Und jetzt gehen wir direkt zu Achim Wendler, der natürlich sich mit der Ampelkrise weiter beschäftigt und mit Sicherheit, wenn Scholz vor die Presse geht, dort werden Sie es gleich sehen. Vielen Dank.